Eklat bei der großen Pokalfeier in Gelsenkirchen. In einem Autokorso fahren die Schalke-Stars durch die Innenstadt und lassen sich bejubeln. Dann der Zwischenfall. Ein Fan täuscht vor, Schalke-Keeper Manuel Neuer umarmen zu wollen und verpasst ihm eine saftige Ohrfeige. Geschockt zieht sich der 25-jährige Torwart zurück, setzt sich zurück neben seinen Ersatzmann Matthias Schober. Ob Neuers Wechsel zum FC Bayern Grund für den Angriff war, blieb in dem Getümmel unklar.